So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Das nächste Wundertüten-Video bei mir. Und dann noch wieder von Lego. Und zwar die Lego City Maxi-Pack Wundertüte Nummer 1. Für 6 Euro. Hier steht Superpreis. Naja, ihr wisst, was ich meine. Was gibt es für die 6 Euro? 2 von 4 Magazine. 3 von 7 Extras, also 3 Stück sind immer drin. Für mich wäre natürlich gut Astronaut, Taucher, alles andere Polizei und die Doppel vielleicht. Aber ihr wisst, was wir immer drin haben und was wir nicht drin haben. Pizzabote ist immer drin, Polizeiwagen auch. Das ist es. Taucher hatte ich auch schon ein paar Mal Glück gehabt, aber nichtsdestotrotz habe ich hier 5-mal die Lego City Maxi Pack Wundertüte und ich hoffe natürlich, dass ich mindestens 3 Astronauten und 3 Taucher kriege. Ihr wisst auch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber nichtsdestotrotz fange ich jetzt die 5 Lego City Maxi Pack Wundertüten zu öffnen. Ja, Lego City ist nicht so mein Gebiet, aber trotzdem öffne ich die immer wieder gerne. Für mich ist es mehr Ersatzteilspender-Tütchen. Ihr wisst schon, was ich meine. Die Stammzuschauer. So. Da haben wir hier ein Magazin. Großes, cooles Flugzeug mit einem Jetski-Fahrer. Ups, da ist er mal. Ihr seht selber, wie viel Kleber da wieder drin ist. Ich lasse es gleich umgekehrt. Kann man nämlich gleich sofort den anderen draufkleben. Dann haben wir hier so ein Magazin mit 2 Tütchen nämlich. Deswegen nennen die das immer 3 Extras, weil ein Magazin hatte immer 2. Der ein oder andere von euch weiß jetzt immer, was drin ist, weil ihr kennt ja meine alten Videos. Tada! Taucher, Motorradfahrer. Das gab es, das Magazin, so wie es hier ist, das Lego City Magazin Nummer 24, auch in Handel zu kaufen, mit 2 Extras. Ich glaube, das Motorrad, da gab es noch immer wieder was anderes zwischendurch. Das andere Motorrad, aber es waren immer 2 Mini-Polypacks drauf. Das dazu. Also gehe ich mal von aus, dass jetzt auch in jedem Magazin ein Taucher, ein Motorradfahrer drin ist. Ja, der ganze Kleber und Tesafilm. Erste Tütchen. Zweite Tütchen. Besonders diese Algensteine, die mag ich richtig cool. So, dann haben wir hier. Oh, 2 Mini-Polypacks drauf. Schaut mal. Ein Taucher und ein Pizzaboten. Ein Motorradfahrer. Taucher ist immer cool. Pizzabote auf Motorrad? Nee. Oh, der ist aufgerissen. Kann ich gleich direkt so in meine Teilespenderkiste packen. Weil Reifen, das Rote an sich, nein, kann man auch so nicht gebrauchen. Wenn es schwarz gewesen wäre, für Batman oder sowas, oder blau, für die Marvel-Geschichte, aber rot, ne, auf keinen Fall. So, kommt erstmal weg, weil es hier offen. Und, ach, schaut mal die Rückseite, die kennen wir doch. Ist Kleber dran. Naja, kommen wir nun zur dritten Lego City Maxi Pack Wundertüte. Ich werde natürlich irgendetwas von Lego City unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Vielleicht auch die neuen Sachen. So Autos, Fast Food Autos gibt es ja, die neuen Geschichten. Sind relativ cool, wie ich finde. Sind auch im Moment preiswert. Schaut nach, was ich finde. Aber jetzt öffnen wir die dritte Tüte. Und wir wissen wahrscheinlich auch, was drin ist. Ein Taucher? Pizzabote?
Ah, zwei Mini-Polyfex. Oh, schaut mal. Mal wieder ein Taucher und Pizzabote gezogen. Ja. Na, komm. Ja, so, Pizzabote. Aber wir hatten noch diese alten Taucherflaschen. Wisst ihr, die hatten. Die neueren, weichen, schwarzen nicht. Das sind doch die weißen. Och, schaut mal. Jetski-Fahrer könnte da wohl vorne dran sein. Das heißt, wieder sehr viel Kleber und aufpassen, dass die Tüte nicht zerreißt. Ist aber auch immer. Aua! Kleber dran. Ja, lassen wir. So, kommen wir nun zur vierten Tüte. Ja, was werden wir jetzt wohl drin haben? Einmal, zweimal, dreimal ist das Kommelut fertig. Weil drei Extras sind ja drin. Aber nichtsdestotrotz, schreibt immer auf jeden Fall in die Kommentare, wenn ihr euch auch davon Wundertüten gekauft habt. Die City Maxi Pack Wundertüten. Hattet ihr das gleiche immer drin? Bestimmt. Weil ich habe ja auch schon so viele Videos davon gemacht und schwachsinnige Filme, dass immer wieder nur das gleiche oder dasselbe drin gewesen ist. Sehr viel Kleber. Und Motorrad und Taucher. Ja. Taucher in Rot. Ich glaube, der beste war, glaube ich, der grüne, glaube ich. Da war ein Hai bei, oder der blaue. Da war ein richtig cooles Mini-Polyfett mit den Hai drin. Pizzabote, du kannst auch mal wieder losfahren. Es ist soweit. Die fünfte und letzte Lego Wundertüte. Die Lego City Maxi Pack Wundertüte Nummer 1 für 6 Euro. Zwei Magazine, drei Extras. Die drei Extras sind immer Pizzabote und Taucher. Schaut mal, ein Jetski-Fahrer mit sehr viel Kleber. Kannst du ja ab und zu so viel Kleber drauf packen. Und ein Taucher bestimmt. Ah, mit einem Pizzaboden auf einem roten Motorrad. Ja. Als hätten wir das geahnt. Taucher cool, fünfmal. Kein Astronaut, schade drum. Pizzaboten. Was kann man mit dem Motorrad eigentlich noch machen? Im Prinzip gar nichts. Also, ihr habt es gesehen, mal wieder fünf Lego-Wundertüten aufgemacht oder euch gezeigt. Ihr schreibt mir natürlich jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und wenn ihr euch ein oder mehrere gönnt habt, hattet ihr bestimmt das gleiche drin wie ich jetzt gerade. Ja, was anderes ist selten. Aber nichtsdestotrotz werde ich irgendwas von Lego City unter das Video verlinken. Sicher, bequem und günstig auf jeden Fall. Aber trotzdem jetzt eure Meinung, eure Kommentare über diese Wundertüte. Und ihr wisst ja, das Wichtigste ist sowieso immer noch, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.